Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Du bist wahrscheinlich hier, weil du gerade den Führerschein machst und vielleicht mit der Theorie hier und da ein paar Probleme hast. Das ist vollkommen verständlich. Die Fragen und Antworten sind auch meistens sehr blöd gestellt und man kann sich nicht unbedingt was darunter vorstellen. Gerade wenn man noch nie ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr bewegt hat. Aus diesem Grund habe ich den Videokurs der Klasse B entwickelt, indem ich dir die Themen, die in der theoretischen Prüfung drankommen, ganz genau erkläre. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt für dich aus dem Thema 5 Vorfahrt. Deswegen geben die meisten Vorfahrtsfragen, die du in der Theorieprüfung bekommst, auch die volle 5 Fehlerpunktzahl. Außerdem wissen viele Leute nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Vorfahrt und Vorrang. Denn ein Fußgänger hat keine Vorfahrt. Ein Fußgänger ist kein Fahrzeug und hat demnach keine Vorfahrt. Ich sag mal, wenn du den Blinker setzen musst, also sprich zum Beispiel beim Abbiegen. Du möchtest rechts abbiegen, ja, setzt den Blinker. Und wenn jetzt der Fußgänger über die Straße geht, es ist egal, ob er von hier über die Straße geht oder von oben, du biegst ab und dann hat der Fußgänger Vorrang. Und dann musst du dem Fußgänger Vorrang gewähren, also sprich du musst warten. Das Ganze gilt natürlich auch, wenn du links abbiegst. Dazu musst du ja auch den Blinker links setzen. Kommt jetzt ein Fahrzeug von vorne, musst du erst das Fahrzeug durchfahren lassen. Kommt noch ein Fußgänger, hat der Fußgänger auch Vorrang. Also jedes Mal, wenn du den Blinker betätigen musst, musst du warten. Sie möchten nach links abbiegen. Wem müssen Sie Vorrang gewähren? Fußgängern, welche die Straße überqueren wollen, in die ich einbiege. Entgegenkommenden Kraftfahrzeugen. Entgegenkommenden Radfahrern. Du kannst dir schon vorstellen, da es ein Abbiegen ist, beziehungsweise da du den Blinker gesetzt hast, musst du den Fußgänger, der hier über die Straße gehen möchte, Vorrang gewähren. Gefährlich wird es nur, wenn du diese Vorfahrtsstraße verlassen möchtest. Das kann zum Beispiel geradeaus sein. Wenn du geradeaus weiterfahren möchtest, dazu musst du natürlich nicht blinken, kreuzt du dich mit dem Fahrzeug, welches sich auf der Vorfahrtsstraße befindet. Und obwohl du geradeaus fährst, musst du jetzt den Verkehr auf der Vorfahrtsstraße durchfahren lassen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dir den ganzen Videokurs anzuschauen, dann geh doch mal unter dem Video in die Beschreibung. Hier findest du den Link zum Videokurs der Klasse B. Da sehen wir nochmal, dass wir keine CD benötigen. Also du bekommst einen direkten Online-Zugang und hast dann sofort Zugriff auf die ganzen Themen hier. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann lass mir doch mal einen Daumen nach oben da. Abonnier auch den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie doch einfach unten in die Kommentare oder stell sie mir direkt auf Instagram.